Monatsrente aus freiwilligen Beiträgen berechnen. Wir reagieren auf einen Kommentar eines Abonnenten. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich hatte kürzlich in einem YouTube-Video erklärt, und zwar zum Thema höhere Rente im Alter durch freiwillige Beiträge, wie sich die monatlichen Renten errechnen, wenn ich einen bestimmten freiwilligen Beitrag jährlich oder monatlich für ein Jahr in die Rentenkasse einzahle. Wir haben sehr, sehr viele Reaktionen auf dieses Video bekommen, unter anderem auch von einem Herrn Schommerz. Und der Herr Schommerz teilte mir als Kommentar mit, dass an meiner Berechnung mit den freiwilligen Beiträgen, mit den 6.000 Euro, irgendetwas nicht stimmen könne. Er kommt in seiner Berechnung auf eine monatliche Rente von 5,27 Euro statt den 26,29 Euro. Tja, und da bin ich natürlich ins Grübeln gekommen und habe mir so gedacht, könnte vielleicht an meiner Berechnung was falsch sein. Ich habe dann tatsächlich nochmal nachgerechnet und bin zum Ergebnis gekommen, dass meine Rechnung stimmt. Und habe das auch dem Herrn Schommerz mitgeteilt. Dennoch, Herr Schommerz, ich bin froh über Ihren Kommentar, denn ich habe in der Tat einen kleinen Fehler gemacht. Und das möchte ich Ihnen jetzt sagen. Nicht in der Berechnung, sondern in der Herleitung, wie komme ich denn eigentlich auf die 26,29 Euro Rente? Ich habe das ja damals in dem Video hier einfach hingeschrieben, festgestellt. Und als Rentenberater muss man natürlich wissen, wie man mit einem Beitragsaufkommen von 500 Euro monatlich, mit Jahresbeitrag 6.000 Euro, eben auf diesen Betrag kommt. Und das möchte ich Ihnen heute in diesem Video nochmal ganz kurz erklären. Wir nehmen wieder unser Ausgangsbeispiel. Ich zahle im Jahr 2020, Beispiel 2020, gleich monatlich 500 Euro ein. Das macht in der Summe 12 Kalendermonate mal 500 Euro gleich 6.000 Euro Beiträge, freiwillige Beiträge. Und jetzt müssen wir ja herausfinden, wie wir aus dieser Beitragssumme auf die monatliche Rente eigentlich kommen. Jetzt könnte ich natürlich sagen, ich nehme die 6.000 Euro und dividiere die einfach durch ein Durchschnittsentgelt und komme dann auf meine Rente. Das ist ein grober Fehler, denn so wird das hier nicht berechnet, sondern das geht natürlich anders. Denn eins ist klar, das hier ist das Jahresbeitragsaufkommen und hinter diesem Jahresbeitragsaufkommen verbirgt sich ein Bruttojahresentgelt. Und das müssen wir ausrechnen. Erster Schritt. Einkommen berechnen. Ja, also nochmal, aus den 6.000 Euro Beitragsaufkommen berechne ich jetzt das Einkommen. Dazu muss ich wissen, dass im Jahr 2020 der Rentenversicherungsbeitragssatz bei 18,6% ist. Also RV-Beitragssatz gleich 18,6%. Wir berechnen 6.000 Euro Beitragsaufkommen geteilt durch 18,6%. Und das ergibt ein Jahreseinkommen, ein beitragspflichtiges Jahreseinkommen von 32.258,06 Euro. Ja, erster Schritt. Wir berechnen aus dem Beitragsaufkommen, Beitrag, den Sie monatlich bezahlen, berechnen wir das dahinterstehende Jahresentgelt. So, im zweiten Schritt berechnen wir einfach ganz simpel die Entgeltpunkte. Und zwar aus diesem Jahreseinkommen. Entgeltpunkte berechnen. Und zwar habe ich ja gesagt, wir sind im Jahr 2020. Und im Jahr 2020 gilt das vorläufige Durchschnittseinkommen von 40.551 Euro. Diese 32.000 Euro dividiere ich jetzt oder teile ich durch die 40.000 Euro. Ja? Also 32.258, wir müssen es genau machen, 0,06 Euro, teilen wir durch die 40.000
5, 5, 1 Euro. Das ergibt dann 0,7955 Entgeltpunkte. Jetzt haben wir für dieses Jahr 2020 mal die Entgeltpunkte ausgerechnet. Sie sehen, so schwierig ist das gar nicht. Im dritten Schritt berechne ich jetzt die Monatsrente. Dritter Schritt, Monatsrente berechnen. Wir nehmen die Entgeltpunkte 0,7955 EP, EP heißt Entgeltpunkte, mal Rentenwert 33,05 Euro für einen Entgeltpunkt ergibt 26,29 Monatsrente brutto. Können Sie sich noch erinnern? Es ging genau um die Frage, wie komme ich eigentlich auf die 26,29 Euro brutto? Ich würde es nochmal umschlagen. Ja, hier habe ich es aufgeschrieben, einfach so, 26,29 Euro Rente. Und hier habe ich Ihnen jetzt mit diesen Erklärungen nochmal dargelegt, wie ich eigentlich auf diesen Wert eigentlich komme. Und zwar ist das der Monatsbetrag, den Sie für 12 Monate für dieses Jahr 2020 bekommen. Danach ist nicht Schluss, sondern das bekommen Sie dann immer, wenn Sie einen Rentenanspruch haben. Für das Jahr 2020 würde das bedeuten, dass Sie eine Jahresrente haben. Jahresrente von 315,49 Euro. Und zwar 26,29 mal 12 ergibt diese Rente für 2020. So. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Ich habe im Jahr 2020 eine monatliche Beitragszahlung von 500 Euro. Das macht im Jahr 2020 6.000 Euro an freiwilligen Beiträgen. 12 mal 500, 6.000 Euro. Als allerersten Schritt muss ich erst einmal das Einkommen berechnen, was dieser Beitragsleistung zugrunde liegt. Und dort gilt der Rentenversicherungsbeitragssatz 18,6%. Das heißt also 18,6% Beitragssatz werden vom Arbeitseinkommen oder vom Hinzuverdienst für die Beitragshöhe in der gesetzlichen Rente berechnet. Also dividieren wir das Beitragsaufkommen 6.000 Euro durch die 18,6% und dann kommen wir auf das Einkommen 32.258,06 Euro. Das ist quasi das Einkommen, diese 32.000 Euro, was ein Arbeitnehmer jetzt hier verdient hat. Und aus diesem Einkommen hier werden im Jahr 2020 rund 6.000 Euro Beitragsaufkommen fällig. Zahlt der Arbeitnehmer oder Arbeitgeber. Als zweiten Schritt berechne ich jetzt die Entgeltpunkte. Ich nehme dieses Einkommen und dividiere das durch den Betrag 40.551 Euro. Das ergibt 0,7955 Entgeltpunkte. Ich habe diesen Betrag, die 40.551 Euro, nicht willkürlich genommen, einfach so, sondern das ist ein vorläufiges Durchschnittseinkommen, statistisch errechnet, welches für das Jahr 2020 gilt. Ich habe einfach dieses genommen, das steht in einer Liste drin, das müssen wir bei der Rentenberechnung auch berücksichtigen. Also ergibt das 0,7955 Entgeltpunkte. Und jetzt berechne ich in einem letzten Schritt ganz einfach die Monatsrente, indem ich die 0,7955 Entgeltpunkte mit dem aktuellen Rentenwert 33,05 Euro, der bis zum 30.06.2020 gilt, multipliziere und ich komme dann, wenn ich das beides zusammenrechne, auf eine monatliche Rente von 26,29 Euro. Das ergibt dann für das gesamte Jahr 2020 315,49 Euro Jahresrente. Wenn wir den neuen Rentenwert, der ab dem 1.7. gilt, hierfür nehmen würden, würde
die Rechnung dann noch ein wenig anders aussehen, weil wir dann natürlich eine höhere monatliche Rente haben vom 1.7. bis zum 31.12. Herzlichen Dank, Herr Schommerz, nochmal, denn Sie haben mir sozusagen mit Ihrem Kommentar sehr geholfen, nochmal auf dieses Problem einzugehen. Näheres zum Thema Rentenpunkte berechnen aus freiwilligen Beitragszeiten finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.